Hallöchen liebe Leute und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Die neue Upgrade-Box ist da. Lasst uns mal diese zusammen aufmachen. Heute habe ich tatsächlich überlegt, ob ich überhaupt ein Video drehen soll, denn tatsächlich bin ich eigentlich in etwas angeschlagener Stimmung, denn gestern Abend wurde mein Kater überfahren und eigentlich wollte ich den ganzen Tag im Bett verbringen. Aber dann klingelte der Postbote und zu meiner Überraschung kam das Paket diesmal ziemlich rechtzeitig an. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir hilft Kunst am besten als Ablenkung. Lasst uns also mal schauen, was es diesmal so gibt. Ein schönes grünes Paket. Lasst uns das Ganze einmal aufmachen. Vom Fühlen her, also ich fühle auf jeden Fall Stifte. Ganz viele, viele, viele dicke und dünne Stifte fühle ich. Das ist, glaube ich, jetzt meine vierte Upgrade-Box. Und Stifte hatte ich bis jetzt noch nicht. Also außer ein paar Fineliner. Da sind echt viele Stifte. Marker. Die habe ich tatsächlich selber. Fangen wir erstmal mit den Markern an. Von Vincent und Newton. Die habe ich tatsächlich auch zu Hause. Einmal mit einer dünnen Spitze und einmal mit so einer breiten Spitze. Die Farbe gefällt mir schon mal richtig gut. Dann ein Braun, ein Rot, ein Gelb, ein Grau und... Achso, und das ist der Blenderstift. Kein Schwarz, aber da kommt gleich wahrscheinlich noch Schwarz. Was haben wir dann? Ein Mikro- und Feinliner. Die benutze ich auch gerne. Die funktionieren auch super. Dann haben wir wahrscheinlich ein etwas dickeres Schwarz. Da ist das Schwarz, ja. Ein Schwarz mit einem Brushpinsel. Sehr schön. Ein Haarbleistift. Und was ist das? Pentouch. Von Sakura auf jeden Fall. Oder Sakura, ich weiß nicht, wie die Marke ausgesprochen wird. Von denen habe ich auch einige Stifte. Micron ist ja auch davon, ne? Was ist das? Ist das auch ein Schwarz? Ein Schwarz wird es ja wahrscheinlich nicht sein, ne? Ist das ein Feinliner auf jeden Fall? Aber was für einer? Muss man wahrscheinlich erstmal pumpen. Schnell trocknen steht hier drauf. Was bist du für ein Stift? Ist auf jeden Fall ein Pumpstift. Welche Farbe werden wir wohl gleich dann beim Testen erfahren? Da bin ich gespannt, was das ist. Okay, das alles haben wir ja jetzt erstmal. Viele Stifte, Stifte, Stifte. Dann lasst uns mal ins Heftchen gucken. Oder Heftchen legen wir erstmal zur Seite. Gucken uns erstmal den Rest an. Viele Stickies. Die sind ganz süß, aber jetzt nicht ganz mein Stil. Aber das gefällt mir schon richtig gut. Der Sticker gefällt mir hier. Mit dem Fischhahn. Was ist das? Ist das ein Lesezeichen? Weihnachtswünsche und Eigenwerbung ist das. Oi, das gefällt mir gut. Das Motiv gefällt mir sehr gut. So heißt die Künstlerin. Dann weiß ich jetzt schon, was ich malen werde. Und wir kriegen wir einen Block oder sind das nur lose Blätter? Wir kriegen wieder schönes Papier. Von der Marke Tails. Ach, das ist Markerpapier. Ja, wundervoll. Oh, und so viel. Ja, das ist toll. Und Markerpapier. Gleich mit Markerblock. Das gefällt mir. Also die Ausbeute ist diesmal richtig gut. Bei den Stiften, ich weiß, dass sie nicht günstig sind und qualitativ hochwertig sind. Sakura-Stifte sind definitiv qualitativ auch super.
Die zwei werden wir testen, aber da gehe ich auch davon aus. Ein Bleistift, bei Bleistift kann man nicht viel falsch machen, obwohl der schon ein bisschen bröselig aussieht. Aber ich denke mal, vielleicht wird es Schwierigkeiten geben beim Anspitzen. Wir werden sehen. Aber schon allein mit dem Block, die Ausbeute ist nicht schlecht. Ich werde mir jetzt erstmal das Battlebuch mal durchgucken. Das Heftchen durchgucken. Und dann weiß ich jetzt schon, was ich malen werde. Und Hallöchen aus dem Schnitt. Hier seht ihr einmal, wie ich die Stifte teste. Dieser eine Stift, bei dem ich nicht wusste, was das ist, dieser orangene, das ist tatsächlich was ziemlich Cooles. Und zwar ist es ein Gelstift, der unter UV-Licht leuchtet. Ich habe es ausprobiert, es funktioniert. Ansonsten haben alle Stifte super funktioniert. Der Blenderstift tut auch das, was er soll. Nur eine große Enttäuschung gab es, und zwar ist das kein Markerpapier. In diesem Moment, wo ich diese Kugel gemalt habe, habe ich verstanden, dass das kein Markerpapier ist. Das ist ein Papier für das Arbeiten mit Feinlinern, Bunt- und Bleistiften, Pinseln und Tinten. 146 Gramm. Also es fühlt sich hochwertig an, das Papier. Es ist auch hochwertig. Aber leider ist das Papier kein bisschen geeignet für Markerstifte. Und das seht ihr hier an meinem Beispiel. So verhält sich Markerpapier. Die Farben laufen ineinander. Und hier sickert die Farbe einfach durch und schwemmt quasi so auf. Aber es gibt zwischen Farbe und Papier keine schöne Verbindung. Oh. Seht ihr das, wie sehr, das ist wie pixelig. Also da gibt es keinen klaren Rand. Das ist sehr verschwommen alles. Und hier ist es klar und deutlich. Und jetzt stelle ich mir die Frage, was ich machen soll. Soll ich weiter auf diesem Papier malen, das Motiv? Oder mein Markerpapier verwenden. Einerseits ist der Sinn dieser Artbox ja, die Materialien zu benutzen, die wir bekommen haben. Andererseits will ich aber jetzt nicht einfach nutzlos Material verschwenden. Besonders das Motiv, was ich jetzt malen will, ist ein Herzensmotiv und dann will ich das nicht einfach so dahin klatschen. Also ich glaube, ich male auf dem Markerpapier. Ja, ich habe mich jetzt entschieden, auch wenn das jetzt vielleicht wenig repräsentativ ist, ich bleibe bei meinem Markerpapier. Denn ich sehe keinen Sinn darin, Papier, die Stifte und meine Zeit zu verschwenden, wenn ich weiß, wie das Ergebnis wird. Für das Ergebnis mit Markern ist das Papier eine ausschlaggebende Rolle. Also male ich auf dem richtigen Papier. Als ich den Braunton gesehen habe, wusste ich, welches Motiv ich malen werde. Tatsächlich ist das auch mein allererstes Tierporträt. Habe schon sehr häufig Katzen gemalt, aber die waren immer, gingen in die Fantasy-Richtung. Ich habe noch nie versucht, realistisch zu malen und die Gesichtszüge einzufangen. Ich bin gespannt, was ihr sagt zum Schluss, ob mir das überhaupt gelungen ist. Am Anfang hat es mich Überwindung gekostet, immer wieder auf das Foto zu gucken.
Aber jetzt im Nachhinein finde ich, war das definitiv die richtige Entscheidung. So und nicht anders verarbeite ich meine Probleme mit Kunst. Als ich zu dem Feinliner kam, musste ich leider feststellen, dass der leer ist. Ich habe einen ausgetrockneten bekommen. Das ist natürlich ärgerlich. Aber habe Upgrade sofort angeschrieben. Ein paar Stunden später haben sie mir schon geantwortet und mir gesagt, dass sie mir in der nächsten Upgrade-Box einen neuen Stift einfach reinlegen werden. Also Kundenservice top. Also bin ich sehr zufrieden. Wie gesagt, ich habe selber Mikrons zu Hause, also habe ich mir einfach einen von meinen genommen. Zwar hatte ich nur einen in der Größe 1 da, aber das macht jetzt keinen großen Unterschied. So sieht übrigens meine Vorlage aus. Das ist mein Kater Balu. Den gab es in einigen Videos von mir zu sehen. Das war derjenige, der eine kleine Rampensau war und gerne immer mit dabei war, an meinen Stiften geknabbert hat, mitgemalt hat. Vorgestern ist er dann verschwunden. Wir haben den überall gesucht. Bis dann der Nachbar meinte, dass er ihn beim Briefkasten, also er wurde bei ihm am Briefkasten abgelegt. Also hat ihn jemand überfahren und einfach beim Nachbarn abgelegt. Es wird bestimmt Leute geben, die dann sagen, ja, wie kann man nur? Aber ich bin glücklich, dass er überhaupt hingelegt worden ist. So hat man Gewissheit. So konnten wir ihn beerdigen. So konnte auch Luna, seine Schwester, sich von ihm verabschieden. Ich habe zum ersten Mal gesehen, wie Katzen sich voneinander verabschieden. Das war einfach herzerreißend. Momentan weicht sie mir gar nicht mehr von der Seite und wir kuscheln ganz viel. Dann muss ich noch eingestehen, dass ich ein bisschen geschummelt habe. Und zwar habe ich irgendwann angefangen, meinen weißen Gelstift zu benutzen. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich ein Tierporträt male. Und ich hatte keine Ahnung, ob das was wird, was daraus überhaupt rauskommt. Und irgendwann ab diesem Moment habe ich dann festgestellt, dass mir das Bild gefällt. Wer hätte es gedacht? Und es gefällt mir so gut, dass es eines der wenigen Bilder sein wird, die ich tatsächlich bei mir auch aufhänge von mir selber. Deshalb musste es einfach perfekt werden. Also ist dieses Video. ja, es fing an wie ein Test der Upgrade-Box und eigentlich ist es hier eine Therapiestunde mit Bild am Ende. Ist Feuer, vorsichtig. Vorsichtig, verbrennst du gleich den Puck. Na Süße. Na Süße, wollen wir jetzt alles vom Tisch schmeißen? Komm her, süße Maus. Aber vorsichtig mit der Kerze. Ja, was ist da? Also eine coole Sache muss ich noch erzählen. Wisst ihr, was ich zum Schluss festgestellt habe? Nicht nur dieser orangene Stift leuchtet bei UV-Licht, sondern auch dieser Blenderstift. Also das gesamte Ergebnis sieht auch unter UV-Licht richtig geil aus. Hier seht ihr das fertige Ergebnis und die Vorlage. Das Video war ziemlich Depri. Lasst uns alle mal in den Arm nehmen und ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ich wünsche euch wunderschöne Feiertage. Ganz viele Geschenke. Jetzt ist ja ein paar Tage vergangen. Luna ist schon in Weihnachtsstimmung und knabbert meine Deko an. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bye.